Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lox Quest. Okay, wir haben einen neuen Feind, einen Silberabschirmer. Dieser verbesserte Abschirmer ist viel schwerer zu zerstören. Ich glaube, das habe ich bereits vorgelesen. Und wir sollten Emmy beschützen. Da haben wir letzte Folge geendet. So, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich getan habe. Ich glaube, ich repariere jetzt erstmal. Ich möchte mich mal wieder beschuldigen. Ich beschuldige. Beschuldigen, nicht beschuldigen. Entschuldigung, entschuldigen. Ich entschuldige mich ja so gut wie jede Folge. Und zwar betrifft es mein Mikrofon. Ich stelle da immer noch ein bisschen was ein und ich habe bemerkt, in der letzten Folge hat es ein bisschen übersteuert. Ein bisschen viel. Und ja, das tut mir leid. Das hoffe ich mal, dass es jetzt nicht so ist. Ich habe da, wie gesagt, noch ein bisschen an den Reglern rumgeschraubt. Mal gucken, wie es jetzt ist. Aber ich denke mal. Ich glaube, wir hatten letztes Mal Probleme mit Flieger. Kann das sein? Ich glaube schon. Dann bauen wir doch mal die Dinger jetzt hier hin. So, dahin ein. Und dann einfach mal gucken. Komme ich so noch durch? Ich glaube nicht. Ach ja, ich wollte gerade die Kamera drehen. Das geht natürlich nicht. Wenn wir den hier woanders hinstellen. Oder den einfach mal wegnehmen und dafür das Ding da hinstellen. Ich glaube, das ist effizienter. Ja. Starten wir einfach. So, ich gucke nochmal ganz kurz in die Aufnahme rein, ob es jetzt ordentlich ruckelt. Nein, das sieht gut aus. Dann wählen wir mal wieder unsere Attacken hier aus und begeben uns wieder in den Fight. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Steuerung schon wieder vergessen, aber ich glaube, hier gab es nicht viel zu steuern. Das ist schon echt lange her, dass ich das Spiel letztes Mal gespielt habe. So, da kommen auch schon die ersten Flieger an. Aber die können wir jetzt inzwischen hier abwehren. Okay, das habe ich nicht bedacht jetzt hier vorne. Muss ich schon zugeben. Ich muss mal ganz kurz den Blitz einsetzen. Die ganzen Bogenschützen gehen mir hier wieder auf den Keks. Und dann waren diese Kanonen hier vorne doch keine so gute Idee. So. Na, obwohl doch. Die Flieger, die Flakgeschütze, die kommen schon an die Flieger ran. Das ist nicht das Problem. So, das sind hier gerade wirklich sehr viele Feinde, muss ich sagen. Ich sehe meine Maus auch schon wieder nicht. Aber ich glaube, ich muss bei die Kanone hier reparieren, wenn ich ihn gelassen werde. Nee, irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ey, da greift jemand Emmy an. Lass das mal. Kann die Kamera auch weiter, nicht weiter hoch bewegen, also ist sie echt ein schlechtes Eck. Und mal unsere Blitzattacke ist wieder bereit. Das freut mich natürlich sehr. Oh, die noch weg hier. Ich sehe die Flieger immer noch als größtes Problem hier gerade. Wobei die Brutus machen auch ganz schön zu schaffen. Besonders jetzt sind ja alle Silber, außer die Buddler und die Flieger. Von daher könnte man sich eigentlich auch darauf konzentrieren jetzt. Ne? So. Massenschlägerei mal wieder am Start. Oh. Sterben wollen wir jetzt nicht. Und dann gucken wir mal weiter. Nur noch 30 Sekunden. Die Türme halten alle noch. Ich setze nochmal meine Special Attack ein. Der denkt, der geht einfach. Man kann hier in die Insel reingehen. Oh. Interessant. Ich weiß nicht, soll das so sein? Ich glaube nicht. Obwohl, ich bewege mich da drauf, nicht da drin. Ja, dann können wir noch ein bisschen reparieren hier. Viel schaffen wir in 2 Sekunden sowieso nicht mehr. Und dann war dieser Tag auch mal wieder erfolgreich. Wir sind schon Tag 46. Das geht ja hier voran wie sonst nichts. Neuer Feind, Silberbuddler. Das hätte ich nicht schon gewusst. Dieser verbesserte Buddler umgeht Wehren für Überraschungsangriffe. Hat es nicht der andere auch schon gemacht? Keine Ahnung. So, wir reparieren hier erstmal wieder alles.
Ich muss mich mal ganz kurz hier umsehen, weil ich wieder vergessen habe, was wir alles können. Ja. Aber ich glaube, mehr hinbauen können wir jetzt auch nicht. Ich würde halt noch gerne ein paar davon bauen, aber wir haben einfach keinen Platz dafür. Es sei denn, wir versetzen alle Wehren ein bisschen sehr weit nach vorne. Sagen wir mal, ich versetze die jetzt hier nach vorne. Kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Ich kann die auch nicht drehen. Ja, warte mal, kurz mal verkaufen. Ah, jetzt geht's. Nee. Wieso kann ich hier nichts hinsetzen? Ach, keine Ahnung. Dann halt nicht. Wenn das Spiel sagt nein, dann ist es halt so. Dann machen wir es halt anders. Dann setzen wir hier halt einen guten hin. Genauso wie hier wir einen guten hinsetzen. Und schützen die dann einfach nochmal von Kanonen. So. Am besten so hier. Wobei der ist schlecht platziert hier. Den können wir auch so schützen. Das ist besser. Damit die Kanonen ja auch noch eure was erreichen. So. Ja, damit bin ich sehr zufrieden gerade. Starten wir einfach mal. Mal gucken, wie es läuft und ob die Wehren davon nicht einfach fallen. So, wieder unser Angriff hier auswählen. Und da kommen auch schon gleich die Silberbuddler. Mal gucken, was die jetzt anderes können als die anderen. Außer, dass die mehr aushalten. Aber ich glaube, die vergraben sich schneller. Tatsächlich. Wieso greift hier hinten keine Kanone an? Eben hat da auch noch was angegriffen. Gut, dann konzentrieren wir uns mal die Runde hier auf die Butler. Weil die sind Emmy echt in Gefahr, ja, gerade. Ich platziere dann, glaube ich, nächste Runde diese Fallen für Untergrundleute, für die Butler hier halt. Und ich aktiviere jetzt mal ganz kurz meinen Blitz, weil wir ja die ganzen Bogenschützen da sind. So. Dann lohnt es sich auch mal wieder zu reparieren. Da kommen auch schon wieder die nächsten Flieger. Und Buddler. So, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf die Buddler, also machen wir das auch ganz strikt. So, der hier vorne noch, der hier hinten. Der Blitz ist bereit, da schauen wir es jetzt mal nicht hineinzusetzen. Und können dann wieder weiter reparieren. Um mal ganz kurz die Story wieder aufzufrischen. Wir haben Emmy gefunden, die war irgendwie die ganze Zeit im Dorf, wenn ich mich recht entsinne. Und dann sind wir vor Urwecken geflohen, die irgendwie sich als Bewohner versteckt haben. Und es fängt an zu ruckeln, weil viel zu viele Clients gerade da sind. Das tut mir leid, aber das ruckelt bei mir auch im Spiel, also es ist, daran ist nicht die Aufnahme schuld. Ich muss jetzt mal hier unten helfen oder ich setze mal meinen Blitz ein. Ich glaube, das ist gerade ganz gut. Nein, durchhalten. Ach, Mist. Gut, da haben wir eine Wache, eine Wehr verloren, aber das passt schon. Zumindest müsste es schon passen. Ja, und wir sind hier irgendwie mit Emmy dann hier hingelaufen. Zum in der Sackgasse und jetzt befinden wir uns hier. Wenn ich das noch so richtig weiß. Aber die Frage ist, warum. Wir wohnen ganzen, unser ganzes Leben wohnen wir am Strand. Warum laufen wir denn in eine Sackgasse, wenn wir eigentlich die Gegend hier kennen müssen? Ich meine, die Häuser, die stehen, die gehören wohl noch zu unserem Dorf. Okay, neuer Feind, Silberheiler. Dieser verbesserte Heiler ist zäh und heilt mehr Schaden an Uhrwerkern. Och nö. Da kommt wieder der Camper. So, bauen wir hier einfach nochmal eine Kanone hin. Hier würde ich auch gerne eine. Nee, das passt schon. Aber ich könnte. Wieso kann ich hier nichts hinbauen? Das ist markiert als Bauarea. Oder Baustadt hier hin. Wobei.
Sind wir mal ganz crazy und bauen das Ding dahin. Ja. Ah ja, ich wollte die Fallen bauen, Moment. Die wollte ich bauen, und zwar hier hinten hin. Ich sehe natürlich nicht, wo ich die platziere. Aber ich tue es einfach mal und auch ein bisschen nach hier vorne. Da würde ja kein Flieger hinkommen. Und dann starten wir einfach wieder. Ab in den Kampf. Schlacht 48. Oder Tag 48. Welche Schlacht ist, das weiß ich nicht. So. Gut, das habe ich jetzt natürlich hinten nicht bedacht. Ah, aber der schafft es trotzdem anzugreifen. Da leckt es wieder leicht. Wahrscheinlich habe ich wieder zu viele Kanonen gebaut fürs Spiel. Aber noch läuft es flüssig, sobald man hier ruhig steht. Zumindest so ziemlich flüssig. Also versuche ich mal, meine Kamera jetzt einfach mal hier aufzuzentrieren. Na, es leckt schon echt arg. Das passiert übrigens, wenn man zu viele Kanonen baut. Aber wir lassen es nicht unterkriegen. Ich bin lowlife, ich muss hier weg. Ah, dann gucken wir mal, was die Kanonen jetzt alles machen, wenn ich mal nicht da bin. Aber ich muss leider erstmal regenerieren. Mensch, das ist hier ein Durcheinander. Und das leckt echt so krass, ey. Das ist unglaublich. Ja, und dann kommen die ganzen Flieger da an und meinen, sie müssen unsere Fallen zerstören. Typisch. Könnt ihr jetzt mal bitte den Typen hier wegmachen? Diese normalen Uhrwerker-Soldaten machen inzwischen ja auch relativ viel Schaden. Unser Blitz ist ready, da schaue ich mich mal jetzt über. Hallo Blitz! Ja, geht doch. So, und die linke Maustaste spam. So, dann helfen wir auch mal unser Giftgeschütz hier drüben. Sofern uns das Spiel denn lässt. So. Und dann geht's wieder auf in die Massenschlacht. Und da sind wieder die 1000 Bogenschützen. Ich krieg ein zu viel. Aber gut, dass auch gerade unser Blitz hier fertig ist. Und wir sammeln mal ganz froh das ganze Quelz hier ein. Haben wir auch schon 25.000 Quelz. Aber gut, wir können es halt einfach. Komm schon, Emmy. Hier ist es nicht sicher. Was ist los? Wir müssen hier raus. Log, ich muss mit dir reden. Kann das nicht warten? Wir sind immer noch in Gefahr. Nein, es ist wichtig. Ich... Erst hatten die Uhrwerker mich gefangen, aber dann stießen sie auf die Königreichsarmee. Ich wollte mich verstecken, aber einer von denen ergriff mich und ich wurde verletzt. Die Ritter schlugen dann die Uhrwerker, aber ein Archineur nahm mich ins Verhör. Ein Archineurin? Oh, ein Archineurin, verdammt. Sie sagte, ich sei etwas Besonderes und müsse mit dir kommen. Aber sie machte mir Angst. Wer war diese Archineurin? Wie hat sie ausgesehen? Ein ziemlich zorniges Mädchen mit roten Haaren. Sie sagte, ihr Name sei Heterin. Ich wartete, bis sie mal abgelenkt war und lief weg. Heterin? Sie ist praktisch Kenans wichtigste Kraft, seine rechte Hand. Wie ich hörte, ist sie eine mächtige Archineurin, aber ich habe sie nicht oft getroffen.
das ist das noch was, was du wissen musst. Damals, als wir diesen Ingenieuren Isaiah fanden und du mir auftrugst, Hilfe zu holen. Als ich ins Dorf zurückkam, sah ich ein paar unserer Bekannten. Sie schien irgendwie verändert. Ich näherte mich an, aber keiner sagte einen Ton. Und dann tauchten die Uhrwerke auf. Seitdem habe ich mich versteckt und weil ich so klein bin, haben sie mich nicht gefunden. Das ergibt doch keinen Sinn, Emmy. Ich wusste nicht wohin, deshalb bin ich aus dem Dorf weggelaufen, nach Norden. Ein Versteck fand ich besonders gut, eine Höhle in der Nähe des Strandes. Eine Höhle? Ja, und diese merkwürdige Person im langen Gewand ließ mich dort für eine Weile unterschlüpfen. Langes Gewand? Hört sich an wie der Seher, den ich im Norden traf. Weißt du noch, wo das war? Ja, ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Oh, übrigens. Du hast das hier verloren. Oh, vielen Dank, Locke. So, die Höhle im Norden. Da soll es ja sehr drin sein. Das letzte Mal war das ja hier oben. Und das ist jetzt die Gischthöhle, okay. Gucken wir mal. Hier ist es. Folge mir. Ah, Emmy, warte. Willkommen, Locke. Ich hatte gehofft, dich irgendwann zu treffen. Ich habe von Emmy vieles über dich erfahren, als sie hier war. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Oh, keine Sorge, aber du scheinst eine Frage auf dem Herzen zu haben. Das stimmt. Wie ist das mit der Geschichte um Kenan? Ah, Kenan, ein ehrgeiziger Mann, um es milde auszudrücken. Ein geschickter Ingenieur, er und Jakob sorgten für das Ende des ersten Uhrwerkerkrieges. Ich traue ihm nicht. Du wärst ein Narr, wenn du derzeit irgendjemanden trauen würdest. Was soll das heißen? Nichts. Übrigens, mein Beileid für dein Dorf. Emmy hat mir eine seltsame Geschichte erzählt. Von Dorfbewohnern, die... Ich habe das auch gesehen, mit eigenen Augen. Ich habe keine Ahnung, was da vorgeht. All die Leute, die ich mein ganzes Leben lang kenne. Und als dein Dorf von den Uhrwerkern angegriffen wurde, war es nicht ziemliches Glück, dass du genau dann in Aschine auftauchte? Isaiah, stimmt's? Was wollte er überhaupt in euren Dorf? Moment mal, was sagst du da über Isaiah? Er wollte uns vor der Invasion warnen. War das wirklich der Grund, dass man ihn schickte? Vielleicht vertraue ich Isaiah Kenan zu sehr, aber er ist ein guter Kerl. Und warum nach einem zweiten Ingenieur schicken? Warum ein kleines Mädchen fangen? Als Emmy meine Höhle erreichte, war sie schwer verletzt. Ich versorgte ihre Wunden, aber irgendwas Furchtbares muss ihr zugestoßen sein. Kenan muss dahinter stecken. Er war es, der Heterin beauftragt hat, wahrscheinlich auch Isaiah. Er missbraucht seine Macht über die Ingenieure. Da gibt es keinen Zweifel. Aber was hat er vor? Es gibt da eine Person, die ganz bestimmt Bescheid weiß. Das genügt. Ich gehe dann zurück und stelle Kenan zur Rede.
Ich habe es satt von ihm, wie eine Marionette behandelt zu werden. Wenn du meinst, aber ich sollte dich wohl lieber nicht mit leeren Händen weggehen lassen. Ich zeige dir eine Ingenieursfähigkeit, mit der du alles reparieren kannst. Wenn du diese spezielle Fähigkeit anwendest, werden alle Bauten auf dem Schlachtfeld repariert. Neue Fähigkeit, alle Reparatur. Damit kannst du alle deine Bauten auf einmal reparieren. Vielen Dank. Du sollst Emmy damit nach Antonia nehmen. Hier ist es zu gefährlich für ein kleines Mädchen. Ich sorge dafür, dass sie sicher ist. Okay, dann denke ich mal, gehen wir jetzt nach Antonia. Mal gucken, was Kenan dazu jetzt sagt. Still, ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Blaukel, das ist meine Schwester Emmy. Mann, ist der süß. Wo hast du den denn gefunden? Das ist eine lange Geschichte, aber du kannst ihm vertrauen. Blaukel, du musst auf Emmy aufpassen. Lass mich nicht wieder allein, bitte. Ich muss dem ein Ende setzen. Nach allem, was mit unserem Dorf und was mit dir passiert ist. Ich darf Kenan damit nicht davonkommen lassen. Alles wird gut, Schwesterchen. Such dir einfach einen sicheren Ort. Ich bin bald zurück. Ja, genau wie letztes Mal. Komm her, Fehlknäuel. Auf geht's. Unsere Streitkräfte bei Schwarzgrad halten kaum noch durch. Wir brauchen mehr Ingenieure. Ich sage doch, wir haben keine Ingenieure für die Südfront mehr übrig. Halt! Lock, du bist deines Postens enthoben. Du darfst diese geweihten Hallen nicht mehr betreten. Kenan, jetzt mache ich dem ein Ende. Für das, was du unserem Dorf angetan hast. Dafür, dass du Hand an Emmy gelegt hast. Dafür, dass du deine Macht über die Ingenieure missbrauchst. Niemals werde ich dir vergeben. Ich werde dich ein für alle Mal aufhalten. Genug! Wachen, lasst uns alleine. Sir? Sofort! Du willst also die Wahrheit? Warum die Königreichsarmee deine Schwester gefangen genommen hat? Warum ich dich schon längst in den Krieg Kerker hätte werfen sollen? Wir entdeckten ein Quelzlager im Westen, das mehr Quelz als sogar Antonia verbrauchte. Ich schickte Isaiah mit einigen Rittern aus und sie entdeckten dein kleines Dorf. Und wie ihr wisst, wurde es überfallen. Als ich von dem Überfall hörte, schickte ich einen Rettungstrupp unter Leitung von Heterin. Das kleine Mädchen Emmy war verwundet und entpuppte sich als Uhrwerker. Das kann nicht stimmen! Heterin ist eine Ingenieursheldin. Sie würde darüber niemals Lügen erzählen. Andererseits, die anderen Dorfbewohner? Locke, Emmy ist nicht wie die anderen Uhrwerker. Sie ist anders, etwas Besonderes, ein leuchtendes Beispiel für Ingenieursfähigkeit. Als ich ursprünglich davon erfuhr, zweifelte ich an deiner Treue. Dennoch warst du loyal. Hast Qual bekämpft und uns geholfen, viele Schlachten zu gewinnen. Aber du hegst auch weiterhin offenes Misstrauen gegenüber mich.
Du magst Emmy sehr gerne, stimmt's? Natürlich, sie ist meine einzigste Schwester. Na gut, ich kann ihre Sicherheit hier in Atonia garantieren. Niemand außer Hedrin und mir wissen um ihren Zustand. Für alle anderen ist sie nur ein weiterer Flüchtling und kein Uhrwerker. Und als Gegenleistung? Als Gegenleistung möchte ich deine Kooperation. Ich weiß nicht, welche Rolle du in dieser Geschichte spielst, aber wir führen einen Krieg. Und du bist zu wertvoll, um in ein Verlies geworfen zu werden. Lok, ich hörte schon, du bist zurück. Ich hatte gedacht, Kenan... Oh, tut mir leid, Sir. Nein, komm nur herein, Isaiah. Ich wollte Lok dazu bringen, unser Bündnis zu erneuern. Du hast das Leid im Norden gesehen, die Verheerung im Osten. Vergiss nicht, wer unser wirklicher Feind ist, Lok. Es ist Lord Qual. Wenn er diesen Kriegsmaschine fertigstellt und nach Antonia durchdringt, werde weder Emmy noch du sind dann sicher. Dann hast du Emmy endlich gefunden, Lok. Ja, hab ich. Das ist wunderbar. Ich war krank vor Sorge, seit wir ohne sie das Dorf verlassen haben. Isaiah, ich möchte, dass du einen sicheren Ort für Emmy findest. Das heißt, falls Lok bereit ist, uns bei der Beendigung dieses Krieges zu helfen. In Ordnung, ich helfe. Aber um Qual aufzuhalten und nicht um dir zu helfen. Na gut, von jetzt an möchte ich, dass du mit einem erfahrenen Archineur zusammenarbeitest. Ihr werdet euch zur Südfront begeben. Qual hat einen großen Angriff eingeleitet und hofft, nach Antonia durchzubrechen. Du schickst also Isaiah und mich? Nein, Isaiah wird anderswo gebraucht. Du schließt dich Hetherin an. Hetherin? Ja, ich werde einen Boten losschicken, der sie über deine Ankunft informiert. Du darfst gehen. Begib dich zum Südtor von Antonia. Ich sage den Wachen, sie sollen dich passieren lassen. Ja, wir wissen ja, wie gut das funktioniert, wenn er sagt, wir wissen ja, wie gut das funktioniert, wenn er sagt, die Wachen sollen uns passieren lassen. Mensch, sind ganz schön viele Pikaniers hier, waren die schon immer da? Das sind echt viele. So, wir sollten zum Südtor, glaube ich. Wo ist denn das Südtor? Ist das hier? Ja. Was ist das für eine Militärparade hier? Die Uhrwerker machen ziemlich viel Druck. Wir bereiten uns auf Gegenmaßnahmen vor. Also mit 2 Bogenschützen und 3 Pikenieren ist das... Ja. So eine Sache, wa? Ja. Ach, wir wissen doch gleich sowieso, was passiert. Mich interessiert gerade bloß mal, ob man Emmy hier irgendwo sieht. Weil die hat sich ja versteckt. Soll sich verstecken? Aber ich glaube, man findet die hier nicht, so wie es aussieht. Oh, da ist ein Hund. Süß. Ja, gut, dann reden wir mal mit den Typen. Aber ich wurde in die... Aber ich wurde in die südlichen Sümpfe abgeordnet. Ich muss hier durch. Tut mir leid, das geht nicht. Wir müssen die Tore während der Belagerung verschlossen halten. Wir haben heute schon eine Patrouille verloren. Oh Mann, Kenan wird mir die Haut abziehen. Wäre es wohl möglich... Ich sagte schon, nein, du Arsch... Lok, tut mir leid. Bist du hier, um auf dem Turm zu helfen? Eigentlich nicht, aber... Ja, wir müssen ja. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Ja, auf mich können sie auch zählen,
Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. Bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss.